Da ist keine, hier ist keine, ich kann nicht eine öffnen. Ich sehe gleich, dass ich hier gleich erschossen, erschlagen oder sonst was werde. Na, wo soll ich denn jetzt einen Dietrich erfinden? Soll ich mal einen Wächter ansprechen, ob der einen Dietrich hat? Brauchst aber einen Dietrich. Na, das läuft da. Das hat mir aus der Story hier von den komischen Wächtern aber noch keiner erzählt. Hier Dietrich habe. Obwohl, den könnte ich vielleicht beim Händler ja mal. Wir mussten ja vorhin zum Händler. Da wollte er wissen, ob hier ein Händler irgendwo ist. Dann gucken wir mal, ob wir den beim Händler kaufen können. Hier bist du, Händler. Hast du diese fürchterlichen Fremdlinge gesehen? Die mit den seltsamen Kleidern und eisernen Masken? Hm? So, oh, mal gucken. Irgendwo hier muss der sein. Hallo. Also, ich finde, es wäre einfacher gewesen, so einen Typen zu verprügeln. Taba, ist der nette, ist er ein Händler? Gucken, was er mir erzählt. Gott sei mit dir. Peace, Bruder. Handeln. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Klar, ganze 6 Dollarchen. Billiger Wein, ein Dietrich, so sag ich doch. Preis. Er will 18,2 für den Dietrich haben. Er will 18,2 haben. Das ist doch ein Banause, ist das doch. Oh, verkaufen. Ritterschnaps will ich eigentlich nicht verkaufen. Brauchen wir bestimmt irgendwann mal. So einen Bogen, denke ich mal, den brauchen wir auch nicht unbedingt verkaufen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Da verkaufen wir erstmal einen so einen Ritterschnaps. Dann können wir uns wenigstens das leisten hier. Habe ich noch nicht. Jetzt muss ich noch ein paar Hühnchen umlegen. Ne, für 18, 180 oder so, dass das passt. So. Naja, wir gucken mal. Wir machen mal 2 davon. Kunde ist ein Hammer. Hauen wir in den Warenkorb. Blick nicht. Apfelbrötchen, das kostet alles nix. Okay. Minderwertiger Pfeil, wie viel haben wir denn davon? Eden davon, komm. Du erhältst 33 Slotties. Wie, ich bin am Arsch. Er hat bloß 10 Groschen als Vermögen. Das heißt auf Deutsch, ich darf mit ihm nur Sachen handeln, die 10 Dinger sind? Aber der kriegt doch jetzt von mir... Ach so, aber das... Ach ja, er hat bloß 10 Groschen. Das heißt, egal was ich ihm verkaufe, ich krieg bloß 10 zurück. Ich hab bloß 6. Mal 7. Jetzt versteh's. Und wie teuer war dieser beschissene
Teuer war jetzt dieser Dietrich? 18,2. Also ich würde mal sagen, ich habe ein richtiges Problem. Kann ich das nicht erhöhen, indem ich noch irgendwas anderes von ihm kaufe? Oh, das ist ja auch nicht alles bloß bescheiden. Ach, ist doch scheiße. Wo sollte ich vielleicht nach einem suchen? Naja, das Problem ist, ich weiß es nicht, ob es sowas überhaupt gibt. So, ich gehe mal davon aus, wenn es eine Quest gibt, ich soll einen Händler suchen. Kannst du mir sagen, mit wem ich hier Handel Dann, treiben kann? also wenn, dann, dann Alle gehe ich haben nur davon das aus. mitgenommen, was sie tragen konnten. Aber mir scheint, Wotar war der Teichwart, lässt sich nicht mal von Sigismund bei seinen Geschäften stören. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Der Kerl ist dünn wie eine Bohnenstange. Wenn ich mir jetzt denke, dass die hier das wollen, dann wollen die doch, dass ich mit dem Typen handle. Sonst kann ich auch so einen Typen hier mal verprügeln, ey, und den ausnehmen. Die langen Glück und Ladezeiten. Gesundheit. Danke. Peace, Bruder. So, Sven, was mache ich nun? Und leg am Arsch, Gibt es sagst du. hier irgendwo einen Händler? Das heißt, das Junge, Spiel ist jetzt, hat du mich solltest total zerbrechen. gerackt und ich Ein bin gutes voll Herz. umsonst Besonders hier. wenn du Geld hast. Moin, Darcy Hochstein. Für alles andere geh zu Votava. Er ist kratzbürstig wie eine nasse Katze, kann dir aber so gut wie alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er ist leicht zu erkennen. Er sieht aus, als hätte er in seinem Leben noch nie eine anständige Mahlzeit gehabt. Taschendiebstahl. Na, das läuft doch gut. Da freuen sich die Jungs und Mädels hier. Also hat das Spiel mich tatsächlich wirklich gleich mal zum Anfang komplett Keine gerackt. Sorge, wir sind sicher. Diese fürchterlichen Sicher? Fremdlinge gesehen? Sigismund und seine Heiden werden aus den Wäldern kommen und uns alle Wie kann man denn Taschendiebstahl machen? Warum auch? Wer bist du hier? Du bist Votava. In deinem privaten Bereich. Kriegt du gleich wieder Ärger. Huch, Entschuldigung. Mal wieder weg. Wir müssen doch irgendwo Groschen rumliegen. Hey, hallo. Ich bin ein armer Mann. Könnt ihr mir mal Groschen leihen? Gott sei mit dir. Ja, es kann nicht Sinn und Zweck sein, dass ich jetzt. Dinge gesehen, die mit den seltsamen Kleidern und eisernen Masken. Stecken unsere Köpfe ihr habt alle auf Pferd. Ja, was ja. in Herrgotts Namen stimmt nicht mit dir? Diese kranken Heiden machen das so. Und Schlimmeres. Gute Möglichkeit ist es auch, Kräuter zu sammeln, die dann zu verkaufen, besonders da man so auch leveln kann, um später Tränke selber herzustellen. Ja, okay, jetzt haben wir aber festgestellt, also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Wir gucken mal, ob ich hier Salat. Was ist das da? Kann ich nicht mitmachen. Gut. Wir haben ja festgestellt, dass der Händler nur 10 Vermögen hat. Entweder wird er irgendwann reicher, weil irgendwelche anderen Typen mit ihm handeln, was ich schwer glauben kann. Was ist? Man schaltet das Maul, sonst muss ich dir auf die Fresse hauen. Nee, oder es muss ja auch noch eine andere Möglichkeit geben, weil wenn ich jetzt handeln müsste, wird das irgendwann zurückgesetzt, sein Vermögen? Oder ist das wirklich echt so, dass er einfach nur 10 Groschen hat? Naja, aber ich brauche jetzt einen Dietrich. Darcy, ich brauche jetzt einen Dietrich. Ich muss jetzt irgendwie hier fliehen. Wird auch dunkel. Ich weiß nicht, inwiefern mir das alles kaputt macht hier. Aber ich muss fliehen. Und jetzt brauche ich einen Dietrich. Einen Dietrich hätte ich über einen Händler bekommen. Gelobt sei Jesus Christus. Kriege ich aber nicht. Was hältst du von der Überraschung letzte Nacht? Und was das für eine war?
Aber ich bin froh, dass die Leute gerettet sind. Und die Händler haben regelmäßig neues Geld. Das heißt, wenn ich denen jetzt Zeug verkaufe und dann leg ich mich schlafen und dann ist er morgen, hat er morgen auch wieder 10 Dollarchen. Oder wie verstehe ich das? Nicht. Gut möglich, dass er nur auf Herrn Ratzig aus war, weil der Wenzels Hauptmann ist. Und Skalitz ist reich. Da gibt's mehr als genug zu holen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Vielleicht lässt das klingt ja interessant, in weil dann werden wir ihn doch mal den Händler doch mal irgendwas verkaufen. Früh genug herausfinden. Wir werden mal schauen. Übrigens, Heinrich, so heißt du doch, oder? Tut mir leid, das mit deinen Eltern. Sind jetzt an einem besseren Ort. Ja, den Rest kennen wir ja alles. Versucht, dann machen wir das jetzt so. Was macht er denn hier? Oh. Wir gehen jetzt erstmal zu den Ollen Voltaber. Kein Aber. Alles ist gut. Das Ende der Welt ist nah. Das Ende der Welt ist nah, genau. Verdammt! Alles deutet darauf hin. Wir verkaufen erstmal. Dann gehen wir uns schlafen und hoffen, dass er am nächsten Tag wieder Geld hat. Und verkaufen noch was. Und dann müssen wir einen Dietrich bekommen. Das ist der Plan. Ein anderer fällt mir nicht ein. Gut, dass das immer so lange dauert mit dem Laden, Alter. Was ist das bei einem fertigen Spiel von... Ja, das ist wie bei GTA. Handeln. Er will mit mir scheinbar. Handeln? Ja, doch. Wenn du Geld hast? Ich hab immer Geld. So. Oh, was kriegt der denn jetzt von mir? Ich will was verkaufen. Ich dachte, die Fackel kann er haben. In den Warenkorb. Kann er alle Bäder haben, wenn die nur springen. Käse kann er auch haben. So, du erhältst 5,9. Das ist auch schon mal was. Jetzt brauchen wir noch minderwertigen Fall. Die verkaufen wir. So, schon einer zu viel. Warenkorb. Das heißt, den Käse nehmen wir erstmal wieder raus. Entfernen. Und Kunisch, sein Hammer entfernen wir auch. So, Handel abschließen. Bavarian, drück mal Q, dann geht das Fenster weg. Was? Fenster? Was ist ein Fenster? Ein wunderschönen erstmal Bavarian Zebra. Herzlich willkommen. Ich kann auch tauschen. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Achso, beim Händler. So, was soll ich jetzt machen? Q drücken. Ah ja. Ah, okay. Super. Ich kann auch tauschen. Dann bin ich ja mal gespannt. Geht das? So, er hat jetzt auf jeden Fall kein Vermögen. Ich habe einen Ruf. Gegenstände handeln für. Ich will den Dietrich haben. In den Warenkorb. Warenkorb. So, jetzt feilschen wir mal mit ihm hier. Was habe ich? 16,7. Wir feilschen mal mit ihm. Mal gucken, ob er mit 16,7 auch noch zufrieden ist. Und wenn nicht, müssen wir verprügeln. Selbstverständlich. Angebot unterbreiten. Was, wenn du einen Dietrich hast und die Truhe knacken willst, dann speicher vorher, falls dein Dietrich bricht, stehst du nicht wieder vor dem Problem. Ja, läuft, okay. Das ist ein guter Tipp, mache ich auf jeden Fall. Ist ja eh schon dunkel. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so. Ich kann nicht mehr. Komm, ihn mal noch.
Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Na, geht doch! Geht doch, ich bin jetzt richtig pleite. Ich habe nicht einen Cent mehr in der Tasche oder Groschen oder was auch immer. Aber wir haben jetzt einen Dietrich irgendwo, hoffe ich. Da, guck mal hier. Hier ist ein Dietrich. Das war doch gut. Das war doch fast, Naja, Junge, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Was ist denn jetzt? Wir legen uns jetzt erstmal hin, schlafen, das wir auch gespeichert haben. Und wenn wir das gemacht haben, außerdem regnet es jetzt auch. Ich bin da eher so ein schönen Wetterkämpfer. Im Regen muss ich nicht so unbedingt kämpfen. Holt man sich immer so schnell einen Schnupfen. So, setzen. Nee, ich will schlafen. Ist das nicht mein Haus? Meine Hütte? Doch, das ist meine Hütte. So, schlafen. Du könntest ihm auch im Gegenzug ein Item anbieten, wenn du nicht selber genügend Geld hast. Auch eine Mischung ist möglich. Echt? Das müssen wir uns mal genauer angucken. Oh, das ist ja nicht nachts hier, oder was? So, was ist das? Wir haben es 12 Uhr am Tage. Warum ist denn das so dunkel? Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, aber dann schlafen wir trotzdem eine Stunde. Weil dann ist es ja automatisch gespeichert, wenn ich mich nicht irre. Ja, Darcy, das musst du uns auf jeden Fall mal erklären hier, wie das mit dem Handeln geht. Das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren, weil das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man bestimmt den ein oder anderen Spielfortschritt auch vernünftig und besser erreicht, als dass man ja sich tausende von Sachen versucht, irgendwie mit Geld zu machen. Weil ihr wisst ja, Gold an so einen oder Groschen, die ganzen Dinger da an so einen Gürtel zu tragen, ist ja auch schwierig. Wenn man dann eben zwei Säcke Gold mit hinterher schlürfen muss, bloß um sich was zu kaufen, wäre natürlich ein Handeln natürlich auch eine schöne Sache. So. Wir haben jetzt hier schlafen. Warum sieht denn das so dunkel aus? Und das, obwohl wir Tag haben. Achso, ich muss aufstehen. Nee, ich will nicht aufstehen. Trödel nicht, du darfst keine Zeit verlieren. Aufstehen. So. Huch. Leck. So. Und jetzt gehen wir hin. Da haben wir irgendwo unser Pferdchen auch noch stehen. Ich weiß bloß schon wieder nicht mehr wo, aber irgendwo beim Aushängen kam was ja. So, hier ist keiner weiter drin. Ich hoffe, das ist die richtige. So, was muss ich denn jetzt machen? Du hast gelernt, Schlossschmiede. Anhalten, Hilfe, T. Wir drücken erstmal T für die Hilfe. Zum Schlüsselknacken brauchst du einen Dietrich und solltest auch Ersatz haben. Habe ich nicht. Da Dietriche sich abnutzen und sogar zerbrechen können. Den Vorgang des Knackens beginnst du, indem du E bei anvisierten Schloss gedrückt hältst. Wenn dir Grimm des Schließens erscheint und du musst den Dietrich an die richtige Stelle einsetzen. Okay, so dann musst du den Dietrich benutzen, D, um den ganzen Schließmechanismus zu drehen. Musst du die Bewegung des Dietrichs mit der Drehung des Mechanismus koordinieren, da die Drehung der Position des Idealpunkts ändert. Okay. Wenn du den Idealpunkt näherst, verrät dir die Größe des Zeigers. Okay, das heißt, ich muss irgendwie im Vorgang des Knacken beginnst du, indem du E bei anvisierten Schloss gedrückt. So, dann musst du den Dietrich benutzen, D, um den ganzen Schließmechanismus zu drehen. Und irgendwas muss ich mit dem Idealpunkt machen. Wie, speichern mit Schnaps? Wieso mit Schnaps? Ich habe doch geschlafen. Ist das nicht automatisch ein Speicherpunkt, wenn ich schlafe? Fragezeichen. Mach mal, Princess. Nur mal so als kurze Info, bitte. Wenn ich jetzt... Wie? Nein. Echt nicht? Ich dachte, wenn ich schlafe, ist das ein Speicherpunkt. Du wählst das aus, was du dem Händler bei dem Händler kaufen willst. Dann bietest du ihm entweder Items an, die den Kingweight aufwerten, oder ein Item plus Geld. Beispiel, du willst beim Händler was für 20 Groschen kaufen. Du hast keinen.
hast ein Schwert im Wert von 12 Groschen, dann gibst du dem Schwert, dem, das Schwert dem Händler um plus 8 Groschen. Gut, Bavarian, ich glaube dir, dass es ein Speicherpunkt ist. Ich will so die komischen Schnäpse nicht verbrauchen. Ich bin nämlich der Meinung, dass ich auch irgendwo gelesen habe, dass das ein Speicherpunkt ist. Und wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Das ist auf jeden Fall erstmal sehr leicht. Egal, wir probieren es einfach. Oder? Eigentlich war es schlafen. Ich bin der Meinung, er stand da. Wenn ich schlafe, ist es ein Speicher. Ach man, nee. Bitter Schnaps. Okay, man kann im Menü überprüfen, wann das letzte Mal ein Save gemacht wurde. Sag mir wo. Sag mir wo. Das probieren wir auf jeden Fall aus, das will ich jetzt mal wissen. Weil das ist ja schon interessant fürs nächste Mal, weil so ein... Soviel ich weiß, hatte man, weil ich das mal angeguckt habe, bei anderen haben die gesagt gehabt, wenn man schläft, ist das ein Save-Punkt. Und deswegen freut man sich ja, dass man irgendwo nochmal später mal noch andere Betten und Hütten freischaltet. Weil man denn da auch safen kann. Schau im Laden nach. Spielladen. So, auf der Flucht. Unerwarteter Besuch. Also, ihr habt nichts gespeichert. Würde ich jetzt sagen, oder? Hier ist überall 25.02. der letzte Spielstand. Also hier hat nichts getan. Hat sich nichts getan. Also gehen wir zurück und trinken so einen komischen Freund hier. Ach Mann, ey. Ist dieses Spiel komisch. Also ich bin aber noch der Meinung, dass das überall gesagt ist, sobald man schläft. Aber ja. So. Aber das ist doch komisch. Warum ist das so? Es wurde überall gesagt. Auffälligkeit. Ich bin auffällig. Na gut, ich muss jetzt erstmal schauen, ob das Spiel geladen hat. Sagen wir es mal so. Gespeichert hat. So, jetzt hat es auf jeden Fall gemacht. So, und ich hoffe, das ist auch die Kiste, in der die komische Dings da drin liegt. Ansonsten... Schlösser knacken, fehlgeschlagen. Fick dich doch ins Knie, Entschuldigung. Spiel laden. Das ist echt komisch. Da habe ich gerade mal ein bisschen verkackt. Oh yeah. Würde ich mal so eindeutig sagen. Hey, Bavarian Zebra, vielen herzlichen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen beim Team Carajo. So, wir probieren es nochmal. So, ich muss den hier ansetzen. Irgendwo muss es gelb sein. Er ist nicht so. Hallo, irgendjemand hat mich angesprochen, glaube ich. Was war denn los? Ich glaube, das war jetzt nicht gut. Hey, was stocherst du in dem Schloss darum? So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen.